Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Planet Zoo. Wir kriegen gerade unsere zwei Tapire hier rein. Und plopp. Mal sehen, wie die beiden sich fühlen. Gelände. Weniger langes Gras. Dafür ein bisschen mehr kurzes Gras. Das kriegen wir doch hin. Und die brauchen eine Wasserfläche. Okay. Da machen wir Pause. Und zwar mache ich hier eine kleine Vertiefung. So, hier rein. Noch ein bisschen mehr. So, 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 so. Das Ganze glätten wir jetzt ein bisschen. Und dann schmeißen wir da ein bisschen ruhiges Wasser rein. Zack. Und jetzt sollten sie mit Wasserfläche zufrieden sein. Jo. So, dann brauchen sie einen stabilen Rückzugsort. Achso, das ist bei Gehege drin. Das ist ja cool. Oh, ja, nee, ist richtig. So, das sollte doch schon reichen hier. Ein lüttes Ding hier. Da kommen zwei Schlafplätzchen rein. So. Transportbox schon wieder. Was haben wir hier? Forschung abgeschlossen. Jo, alles klar. Forschung mal weiter. So, wie sieht es jetzt hier bei euch aus? Lebensqualität. Stimmt, die haben auch kein Futter und keine Beschäftigung. Filter nach Art. So, und jetzt alles bitte. Dann kriegen die sowas. Dann kriegen die hier sowas hin. Dann gibt es hier unten einen Futtertrog. Hier oben nochmal einen kleinen Futtertrog. Dann gibt es hier einen Ball. Dann gibt es hier noch was zu trinken. Das kommt auch hier unten hin. Dann gibt es einen Kratzbaum, einen Pappkarton und noch den ein oder anderen Sprinkler hier hin. So, so, so. Und schon sollte es den beiden gut gehen. So. Ziele, wir haben 10. So. Jetzt würde ich sagen, gucken wir nochmal Vivarien nach. Was uns die noch bieten. Ob die uns noch was bieten. Und wo wir die hinstellen können. Hier ist doch noch Platz. Einrichtungen. Vivarien, gibt es nur die. Schön wäre, wenn man so ein Gebäudeteil hier oben irgendwie kopieren könnte. Wo die Vivarien hier drin sind, wo waren die? Da. Einmal kopieren das Ganze. Wenn ich jetzt noch das wiederfinden würde, wo ich hin wollte.
Das ist das. Da ist der Eingang. Hier hin. So, pass mal auf. Den ganzen Kram hier brauchen wir alles gar nicht. Das schmeiße ich schon raus. Haben wir das mehrfach auswahl? Ja, zack. Ich möchte nur das Ding hier haben. So. Was für einen Weg haben die hier hingebaut? Was ist das? Ist das tatsächlich ein Mitarbeiterweg? Ja. Ist es. Okay. So, hier kommt noch ein Weg hin. So. So, nicht schön, aber selten. So. Dann gucken wir noch mal in den Vivarienhandel rein. Beziehungsweise gucken wir erstmal, was für Tiere wir überhaupt haben aus dem Vivarium. Australische Großschabe. Kein Tierarzt zugewiesen. Eine Tierart zugewiesen. Drei Stück. Das ist einer von hier. Das ist hier oben irgendwo. Oh. Da ist noch einer frei. Na Mensch. Vivarienhandel. So, den gibt's nicht. Gibt's auch nicht. Skorpion. Oh, jetzt sag nicht, das geht schon wieder los hier. Goliath-Frosch, haben wir den schon? Nein. Das heißt, den Goliath-Frosch können wir uns schon mal holen. Die haben wir mittlerweile, diese Krustenechse. Kauft die jetzt. So, hier kommt der Goliath-Frosch hin. Der kriegt jetzt einmal sein Vivarium eingestellt. Hier können wir noch nichts tun. Der braucht ein bisschen mehr Temperatur. Und dann ist er schon glücklich. Die Fenster. Fenster 2 schließen und auch 3D-Fassade schalten. So. Und
Fertig. Jetzt müssten wir unserem Ziel doch schon... Wir sind bei 11. Ivarien? Diese komische Schnecke hier, die wollen wir kaufen. Wartet im Handelszentrum. So. Und jetzt gucken wir nochmal in unsere Vivarien rein. Nehmen das hier. Machen hier einmal Tier anfordern. Nehmen diese tolle Schnecke hier rein. Mann, du warst aber fleißig. Klasse. Jetzt, da du all Moment. Hast, müssen wir dafür sorgen, dass sich die Tiere auch wohlfühlen. Dazu sollten wir das durchschnittliche Wohlbefinden im Zoo also schön in die Höhe treiben, ja? Und mit wir meine ich natürlich dich. Los, los. So, jetzt haben wir erstmal den Travo da rangebaut. Ja, ich bin dabei mit dem Wohlbefinden. So, das haben wir. Oh. Jetzt können wir hier einstellen. Temperatur ein bisschen höher. Ja, noch ein bisschen höher ruhig. 28 Grad. Das passt. Und die Feuchtigkeit ungefähr hierhin. Nein, noch einen Tick weiter runter. So. Okay, das Wohlbefinden aller Tiere auf 90% bekommen. Tiere, Wohlbefinden. Die sind am schlimmsten dran. Warum? Lebensqualität. Haben die keine Beschäftigung hier? Bonobos? Filterart. Bonobo. So. Drehfutterspender kommt da mal mit hin. Kann noch ein zweiter mit hin und hier noch ein dritter mit hin. Ein Greifball kommt hier hin. So. Da noch einer. Ein Futterspender. So, was haben wir denn hier noch? Keyboard. So. Und so. Dann sollte das schon mal wieder erledigt sein. Das gucken wir mal weiter. Dann gucken wir noch mal auf die Flusspferde. Die haben Lebensqualität durch Beschäftigung recht niedrig. Das kriegen wir aber auch hin. So, wo liegen wir denn jetzt? 89. Okay, irgendein Tier muss noch ein bisschen höher werden. Noah geht's nicht so gut. Warum? Wegen dem Layout. Und Ernährungszustand. Rufen wir hier erstmal die Tierärzte. So, was hast du da noch hier? Achso, das ist nur Layout bei denen. Cutter, da können wir auch noch ein bisschen was machen.
war großartige Arbeit. Na. Stolz auf dich sein. Und du hast nicht nur den Zoo erweitert und für das Wohlbefinden der Tiere gesorgt, du hast uns dabei auch nicht in den Bankrott getrieben. Wahnsinn. Ha. Ja. Völlig verwandelt. Ich erkenne ihn kaum wieder. Ein großartiges neues Vivarium. Faszinierende neue Arten. Und dann hast du mit zusätzlicher Beschäftigung auch noch das Wohlbefinden der Tiere gesteigert. Wer spielt nicht gerne mit einem 1 Meter großen Fußball, was? Also, abgesehen von Fußballspielern. Aber es war bestimmt nicht leicht. Das Geld war sicher ständig knapp. Es macht es eben nicht unbedingt einfacher, wenn man die Einnahmen in das Wohlergehen der Tiere steckt. Allerdings fühle ich mich so etwas weniger schuldig wegen der Preise in unseren Souvenirläden. Ich bin der Meinung, dass ein Zoo immer dem Wohl der Tiere dienen sollte. Leider scheint es aber einige Leute zu geben, die weit weniger hehre Ziele haben. So, das heißt, wir können den hier einmal nochmal abspeichern. Und dann können wir den hier eigentlich beenden und uns ins nächste Projekt wagen. Da schauen wir schon mal, was da drinne vorkommt. Einmal ins Hauptmenü. Aber ich muss sagen, die Abstürze sind wirklich weniger geworden. So, Karriere. Panda Park. Panda Park ist Bernhard Goldwins neuester Zoo und von Grund auf dafür geschaffen, Pandas in all ihrer Erscheinungsform zu feiern. Der Park stellt eine einmalige Gelegenheit dar, die Welt zu beweisen, dass die Goldwin Stiftung über die Zucht bedrohter Tierarten weiß, also vermassel es nicht. Aber ich würde sagen, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, lasst eine Bewertung da, schreibt einen Kommentar und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss!